Wéi kann en aus Kläerschlamm Energie gewannen? Dafro as d Firma Soil-Konzept zesumme mat 7 Partner aus 5 verschiedenen EU-Mombalännern nogang. Zesummenarbecht am Projet Enercom soll d'Friechten drohen. Hei as d'Resultat vum Komposteierungsprozess vu 60% Gringschnitt a 40% Kläerschlamm. Eng Mischung mat Potenzial. Dat ganz as dann als Basisprodukt, wat dann später am Ende kommt, Projekt an thermische Energie, an elektrische Energie, an noch an Industriepellets umgewandelt wird. Hützt an elektrisch aus den Gasen von Klärschlammen rausziehen, als eine Technologie, die nach an der Kannerschung stößt. Dafür passt Enercom perfekt an das 7. Rahmenprogramm für Recherche und Entwicklung von der EU. Hier zielt Kooperationsforschung an Europa an wichtigen technischen Gebieten zu unterstützen. Da gibt es eine ganze Reihe von Prioritäten. Das geht vom ICT über Materialwissenschaften, über Transport zu am Energiebereich an Umwelttechnologien. Da habe ich schon noch nicht alle Gute gesagt, wo dann Prioritäten gesagt gehen, aber wo über Kooperation dann kann den Wissensstand in Europa verbessert gehen, für eben noch wirtschaftliche Resultate dann rauszukriegen. 53 Milliarden Euro hat die EU von 2007 bis 2013 an dieses Kaderprogramm gestocht. Allein im Jahr 2012 sind 33 Millionen Euro Lützebäuer Forschungsinstitute an Betriebe zugutekommen. Das ist ganz sicher eine wichtige Rolle für Lützebäuer für die Recherche auszubauen. Und können sich auch die Kontraktperformance von den verschiedenen Lützebäuer Forschungsinstituten angucken. Da hat ein Forschungsminister auch willentlich auch Indikatoren dran gesagt, dass die Institute an den europäischen Programmen müssen mitmachen. Mit dem Projekt Enercom kommt Lützebäuer ein einzigartiges Know-how, den in Zukunft auch soll vom Markt gehen. Um das Soil-Konzept wird auch eine einzigartige Demonstrationsanlage gebaut, die autark Energie in Form von Pellets herstellen kann und dann nicht genug Energie generiert, für 80 Häuser im Jahr zu hützen, also gut 340 Haushalte mit Strom zu versorgen. Europa für dich und mich. 2013 als das europäische Jahr vom Bierjahr.